Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es mal um ein Thema, ein sehr heikles Thema die letzten 3-4 Jahre, würde ich sagen. Immer heikles Thema. Ja, aber es ist so schon sehr hochgekocht die letzten 3-4 Jahre. Ja, mit Polizei, stimmt. Und zwar das Thema Eintragung. Wenn man sich hier mal mein Fahrzeugbuch anguckt, ja, dann gibt es da im Netz viele Streitigkeiten, Unwissenheiten auch, durchaus auch viel Unwissenheit. Kleines Beispiel kann ich da mal nennen. Ich habe ein TikTok-Video von diesem Fahrzeugbrief quasi im Internet. Das hat 2 Millionen Aufrufe. Ist nicht von mir, aber das ist mein Fahrzeugschein. Und da ist jeder dritte Kommentar ungefähr, das ist doch fake bei dir oder der Fahrzeugschein hier ist fake, weil zum Beispiel airbagloses Lenkrad kann man gar nicht eintragen. Das geht gar nicht bei, in Anführungsstrichen, so modernen Autos wie einem E92. Ich habe mir, weil ich da selber überhaupt gar keine Ahnung von habe, Fachkompetenz rangeholt. Das war der Matthias. Jetzt ist dein Part. Hallo Zuschauer. Hallo Zuschauer. Matthias, sag einmal den Leuten wenigstens gerade, was du machst und warum du eine gewisse Kompetenz bei dem Thema Eintragung, Gutachten und so weiter mit dir bringst. Ja, also wir sind hier bei MKR. Ich bin hier Geschäftsführer in der Bude und wir machen halt jede Woche TÜV. Also wir sind in dem Thema drin. Einmal bei den Autos, die wir aufbauen, einmal auch für extern. Also wenn jemand eintragen hat, kann er zu uns kommen. Wir kümmern uns um das drumherum. Eintragung macht natürlich der Prüfer, machen nicht wir. Aber du bist auch Ingenieur. Ich bin Ingenieur. Ja, okay. Genau. Wollte ich nur aber kurz. Kein Sachverständiger. Kein Sachverständiger, aber Ingenieur. Genau. Und ihr dürft auch selber Teilegutachten erstellen? Genau, also wir sind verifiziert beim KBA als Teilehersteller. Wir dürfen Teilegutachten machen. Ja, genau. Ihr habt auch schon was gemacht? Oder? Weil das ist ja alles relativ frisch, ne? Ja, was wir gerade machen, sind eben Felgen prüfen. Apex-Felgen prüfen ist auch so ein Thema, die wurden ja mal eine Zeit lang eingetragen auf irgendwelche ganz kuriosen dunkle Wege, da gab es so rote Zettel. Ja, Apex-Felgen gibt es halt relativ viele Anfragen und weil es halt legal keinen Weg gab, das zu machen, haben wir uns jetzt darum gekümmert. Zur Prüfung können wir gleich noch kommen. Lenkrad macht ihr auch noch oder Lenkradnarbe habt ihr, glaube ich, jetzt? Oder was war's? Ja, genau, Thema? Lenkrad, also ich sag mal so ein Verbund. Wir haben das Lenkrad an sich, wir haben einmal so eine Schalterplatte gebaut für F80, M234. Ja, und da sind wir halt auch gerade dran an der ganzen Abprüfung, beziehungsweise sind wir so gut wie durch, dass man das halt legal eingetragen bekommt. Unter welchen Umständen, glaube ich, da sprechen wir noch drüber. Da sprechen wir drüber, genau. Generell heute im Video geht es einfach mal darum, von A bis E oder von vorne bis hinten, von außen bis innen, wie auch immer, einmal diese ganzen Sachen durchzugehen, die an so einem, ich sag mal, nicht ganz normalen Umbau, weil das ist jetzt ja nicht das typische, ich baue ein Fahrwerk ein, ein paar Distanzscheiben und vielleicht Felgen, ist ja dann doch ein bisschen spezieller, Airbags austragen, irgendwas in das Auto einschweißen oder auch Außenbauteile irgendwie, ein GT4-Flügel, Splitter, hinten ein Flügel, wie auch immer. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal außen an. Lass uns mal über die Teile sprechen, GT4, Frontlippe oder Flügel, was muss man unter welchen Umständen kann man es eintragen? Also ich habe jetzt so ein Schwert vorne dran, da sagen alle, ja, das ragt ja weiter raus, als das Auto eigentlich serienmäßig ist. Was sind da die Regularien? Also was muss der eintragen? Prinzipiell alles, was du im Auto änderst. Ich meine, das ist so ein allgemeines Thema. Was muss der eintragen? Muss den CAE-Shifter eintragen? Kann man sich darüber streiten, wenn du einen Unfall hast, brichst dir die Hand und keine Ahnung, oder dein Beifahrer irgendwas. Dann hast du halt das Thema, wäre schön, wenn es doch im Schein gestanden wäre. Und mittlerweile wird es auch, glaube ich, eingetragen. Ne? Wobei bei Innenraum gleich zu kommen. Genau, genau. Außen musste prinzipiell alles eintragen. Und auf welchem Wege? Also was muss das Teil erfüllen? Weil entweder hast du ein Teilegutachten, man gibt ja viele Flügel mit Teilegutachten mittlerweile. Gibt's mittlerweile? Ja. Ja. Carbon Production zum Beispiel, was die meisten verkaufen, die haben Teilegutachten. Auch für die Frontlippe? Nee, Frontlippe haben die eh keine, aber Frontlippen, GT4-Lippen gibt es, glaube ich, keine mit Teilegutachten. Genau. Wie ist es da? Dann also brauchst du ein Materialgutachten. Du musst halt nachweisen, einmal musst du mit der Aerodynamik nachweisen, dass es noch funktioniert. Also auch, wenn das Verhältnis auch von vorne zu hinten vielleicht gleich ist. Du darfst jetzt nicht vorne eine Lippe dran bauen, aber hinten kein Flügel. Doch, kannst du. Kannst du, weil es halt nicht ganz so ins Gewicht fällt. Ne? Okay. Also das Auto ist nicht unfahrbar, nur weil der Flügel nicht drauf ist. Wenn du ein Teilegutachten von Flügel machst zum Beispiel, dann musst du auch die Abtriebsmessung machen. Das heißt, komm halt dann über die Höhe vom Auto gemessen während der Fahrt und dann einmal mit, einmal ohne Flügel und über die Federraden kannst du dann ausrechnen, wie ändert sich die Höhe, was habe ich für einen Anpressdruck. Okay. Was es genau für Vorgaben gibt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber muss halt geprüft sein, dass es fahrbar ist. Das ist das eine Thema und dann halt Fußgängerschutz, ganz großes Thema. Und da kommt dieses Materialgutachten ins Spiel. Genau, brauchst du Materialgutachten. Das ist Splitterprüfung, also
Genau. Ja, du hast einmal, kannst du sagen, die hauen mit dem Hammer drauf. Mhm. Dann wird eine Kugel drauf fallen lassen aus einer definierten Höhe. Was gibt es noch? Wenn es Innenraumteile, Carbonteile sind, wird es angezündet. Zwecks Brandschutz, dass das nicht leicht entflammbar ist. Ja. Und ich glaube, das war es schon. Ja. Okay, jetzt haben die Teile, sagen wir mal, meine GT4 Frontlippe hat ein Materialgutachten. Mhm. Darf ich die ja auch nicht an E36 dran bauen? Oder doch? Also was ist da noch so der Punkt? Weißt du, wie ich meine? Weil ja, gut, die muss schon passen. Ne? Also die muss halt, es wird die Befestigung geprüft. Wegen Fußgängerschutz gibt es halt bestimmte Vorgaben, wie weit darf die rausstehen. Bei der Frontlippe ist das, glaube ich, so ein bisschen ein Streitthema, weil die halt relativ weit raussteht. Weit raussteht, ne? Ja, genau, das ja. Sehe ich halt auch irgendwie. Ja. Also allgemein hast du bei Karosserieteilen immer die Vorgabe, du brauchst eine Kantenverrundung, Radius 5 mm. Was bei dem, beispielsweise bei den hier Karnatzen-Spiel ist. Ja, weil, keine Chance. Genau, ich ja. habe da ja so Kantenschutz drum. Ja. Trotzdem, ne? Also nee, meine sind nee. Ja eingetragen vor 20 Jahren. Mhm. Da war das ja noch vielleicht ein bisschen was anderes, mhm. aber mittlerweile keine Chance. Nee, kriegst du nicht hin. Also es gibt Karnats von AC Schnitzer, glaube ich. Ja, die sind dann wahrscheinlich so ganz ja, dick und klobig, genau, die sich der Autoform halt so anpassen. Ne? Und ja, also nichts, was du normal im Rennsport so fahren würdest. Wie gesagt, Fußgängerschutz, also diese 2,5 mm hast du also. Mhm. Bei einer Flügelplatte zum Beispiel heißt, die Platte darf nicht dünner als 5 mm sein. Hinten? Genau, die okay. Seitenplatte am Flügel, sonst kriegst du halt keinen Radius von 2,5 hin. Ne? Mhm, okay. Ja. Wie ist das generell Thema TÜV? Ist ja irgendwie so ein, es gibt da ja nichts Fixes, was irgendwo steht. Und du kannst jetzt zu jedem TÜV gehen und das eintragen. Weißt du, wie ich meine? Du hast jetzt mhm. ja auch deinen Kollegen hier vom TÜV, der sich auskennt im Motorsportbereich, wohlgemerkt jemand vom TÜV Rheinland, also jetzt nicht mhm. irgendwie eine Untergrundorganisation, wobei die ja eh keine Paragraph 21 Abnahmen machen dürfen. Doch. Ich meine jetzt nicht die, ich meine jetzt so richtige Untergrundorganisationen. Na, mittlerweile. Mittlerweile darf, dürfen alle. Ich glaube, jede Prüforganisation 21er machen. Okay, dann habe ich dazu nichts gesagt, aber du hast jedenfalls vom TÜV Rheinland jemanden hier. Also mhm. das ist jetzt ne, schon jemand, der sich im Motorsportbereich auskennt. Was ist jetzt, wenn ich jetzt mit dem Auto nach Hamburg fahre und dann kommt der da zum TÜV, weil die Polizei mhm. das stillgelegt hat und der TÜV sagt natürlich, ah, ich habe noch nie in meinem Leben eine Schweißzelle gesehen. Ja, das ist halt so ein Thema. Also eintragen kannst du viel. Das muss halt dann auch wirklich, ich sag mal, im Motorsport hast du protestsicher sein. Ne? Ja, aber was ist, wenn der Protest einlegt? Also, weißt du, wie ich meine? Der sagt dann nein. Dein Kollege hier sagt aber ja. Ja, also wer... Also den Fall hast du ja immer, wenn du einen Unfall mit Personenschaden hast. Ne? Mhm. Immer, also wird halt immer, der Prüfer muss sich immer so ein bisschen bewusst sein, was passiert, wenn der Staatsanwalt vor der Tür steht und klopft. Sagt hier, Unfallfahrer schwer verletzt oder gar nicht mal ausgestiegen. Und dann muss der Prüfer irgendwas in der Schublade haben und begründen können, was er gemacht hat. Also es gibt schon für eigentlich alle Themen am Auto so diese VD-TÜV-Merkblätter, die bindend sind für die. Und ja. da muss der sich schon dran halten. Okay, also der hat auch schon, der kann jetzt nicht sagen, weil ich denke, das ist gut, können wir das machen. Ja. Du hast halt oft das Thema, dass ein Prüfer sagt, wenn du jetzt hast ein KW Competition, gehst zu irgendeiner Prüfstelle, sagst hier, trag mal ein. Dann sagen die, nee, können wir nicht eintragen. Ja, genau, die eigentlich schon, möchten die halt nicht, weil der Aufwand halt viel zu groß ist. Wenn du jetzt einen Prüfer hast, so wie wir, der halt hauptsächlich sowas macht, der sagt, jo, haben wir gemacht, wir haben Zeichnungen davon. Also du musst beim Fahrwerk zum Beispiel immer sagen, das ist dauerfest, also das Dämpferrohr bricht nicht ab. Und die Federraten müssen halt passen, also das Auto muss fahrbar sein. Und dazu brauchst du einen Fahrversuch. Wie ist es denn überhaupt mit dem Fahrwerk? Also ich habe, wäre jetzt das nächste Thema tatsächlich, nach diesen Außenteilen, Fahrwerk, muss doch der Dämpfer, ist doch völlig egal, oder? Solange die Länge gleich bleibt, war da nicht irgendwie sowas? Habe ich nur mal irgendwo aufgeschnappt. Ja, bleibt die Länge denn gleich? Nee. Okay, aber wenn die Länge gleich bleiben würde... Ja, wenn es nicht... Weil gerade bei Competition-Fahrwerken, wir reden jetzt ja nicht von einem normalen V3, das hat ein Teilegutachten, alles gut. Hm. Competition-Fahrwerk hieß es mal vor 3-4 Jahren, hatte ich so im Kopf, kann man nicht eintragen. Dann gab es wieder Firmen, die konnten das doch. Für jetzt mittlerweile bin ich so drin im Thema, ist gar kein Problem, Competition-Fahrwerk einzutragen. Ja, ja. Aber was spielt da mit ins Gewicht? Also prinzipiell stimmt es schon, dass du nur die Feder eintragen musst, wenn der Dämpfer Ersatz für Original ist. Ne? Also wenn das ein ganz normaler Austauschdämpfer ist, du nimmst jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Bielsteindämpfer und steckst ihn rein und machst eine Eibach-Tieferlegungsfeder drauf. Dann wird die Feder eingetragen, weil der Dämpfer Ersatz fürs Original ist. Okay. Aber sobald der höhenverstellbar ist, der Dämpfer ist halt, hat er nichts mit dem Originalteil zu tun, dann musst du ihn eintragen lassen. Okay, das heißt KW Competition, um nochmal das Beispiel zu nennen, da gibt es jetzt... Was gibt es dafür? Also was hast du dafür, dass du das eintragen kannst? Oder dein Prüfer? Oder ne? Weil ich weiß, damals sollte ich in Blockkraftgutachten? Nee. Blocklastgutachten, genau. Das Blocks, also praktisch Festigkeit von der Feder. Ja. Am besten, also der Prüfer hat dann halt, weil er die Fahrwerke halt schon zigmal gemacht hat, zumindest mal eine Zeichnung von KW.
es sind halt auch viele Erfahrungswerte. Ne? Wenn du jetzt sagst, das Dämpfergehäuse ist dasselbe wie im Clubsport oder keine Ahnung, oder zumindest mal die Abmaße vom Standrohr, dann kann der sagen, okay, ist dauerfest, wird halten. Und KW hat mir ja auch bestätigt, dass das Fahrwerk, ich sag mal, kein Gutachten hat, aber von den Standards her das gleiche ist wie die Serienfahrwerke, nur eben für den Rennsportbereich, also durchaus auch noch ein bisschen besser. So eine Aussage vom Hersteller ist zum Beispiel Gold wert. Und da brauchst du halt einen Fahrversuch. Also wenn wir jetzt irgendwie für dein Auto ein Fahrwerk kriegen und er hat hinten eine, keine Ahnung, 250er Federrate drin, dann müsste das Auto auch nochmal auf den Flugplatz, wenn wir die nicht wissen, ob das funktioniert in dem Auto, wie sie es anfühlt. Das macht ihr auch, ne? Ja, also ich weiß es ja von Norm. Norm war ja auf dem Flugplatz. Ja. Und ja, Norms Auto war das beste Beispiel für, ne? Der hatte die Bremse drin, der hat dann Federraden drin, die wir so noch nicht gefahren sind in dem Auto. Ja, dann fährst du nach Mendig. Der Prüfer macht seinen Fahrversuch. Welche Manöver genau? Ich glaube, der muss mal ausweichen bei, keine Ahnung, 200. Also da wird der Flugplatz wirklich gemietet? Ja. Und der Prüfer fährt dahin und das Auto. Und jetzt kommt's, das ist gar nicht so teuer, wie man denkt, richtig? Also zumindest sagt der Norm. Ja gut, du fährst dann wegen einem Auto dahin. Ja, er hat also der Prüfer sammelt es dann, sagt, hier, wir fahren jetzt irgendwie nächsten Monat, das und das Datum. Haben wir wieder einen Termin am Flugplatz, was habt ihr denn? Und dann bist du da mit 5, 6 Autos und prüfst du, aber ist gar nicht so teuer, ne? Mhm. Gut, das waren alles machbare Dinge. Jetzt kommt ein Punkt, wo ganz viele sagen, oh nee, das geht nicht. HP-Bremsen. Mhm. Was muss das erfüllen? In welcher Konstellation kann man jetzt so eine AP Pro 5000 eintragen und in welcher nicht? Wenn du nachweisen kannst, dass er hält. Mhm. Und das kannst du wie? Indem wir unsere Adapter zum Beispiel berechnen. Also wir machen eine FEM-Analyse für die Adapter, für die Töpfe. Mhm. Da machst du einen Fahrversuch. Eigentlich bist du dann schon durch. Okay, also die Töpfe und die Adapter müssen in irgendeiner Form geprüft sein. Ja. Was ist beim Sattel? Den hat ja keiner geprüft. Oder hat den Sattel mal einer geprüft? Oder weiß der Prüfer einfach, okay, das ist ein Pro 5000 Sattel? Das Sattel hat keiner geprüft. Du hast bei AP hast du ein bisschen den Vorteil, dass AP auch Serienausrüster ist. Das heißt, die erfüllen die Standards. Die sind auch ISO-zertifiziert, was auch ein Thema ist, Qualitätsmanagement. Mhm. Also wenn du einen Teil prüfst und dann mit dem Versuch, den du da gefahren bist, sagst, jetzt trage ich die nächsten 1000 ein, auch schwierig. Ja, bei AP kannst du das alles nachweisen. Ne? Okay. Und dann geht es. Also im Prinzip ist immer so, der Prüfer hält halt den Kopf hin für sowas. Ne? Also er macht das auf seine Verantwortung und du musst mal irgendwas geben, um dass er sagt, okay. Dass er sagt, okay, dem vertraue ich. Richtig. Kann man das bei jedem Auto eintragen, theoretisch eine Pro 5000? Oder? Prinzipiell schon, ja. Prinzipiell schon. Also wenn jetzt einer da draußen, keine Ahnung, einen Golf GTI hat, dann könnte er... Also das ist immer das Thema, was kannst du eintragen? Du kannst auch selber einen Bremssattel bauen, ne? Kannst du auch machen. Du musst halt nachweisen, dass der Sattel hält. Mhm. Dann musst du die Tests machen und alles. Und wenn der Prüfer sagt, jo, passt. Ich meine, da gibt es dann auch wieder irgendwelche Merkblätter, wie viel zum Beispiel bei einem Sattel gemessen, wie der sich verformt. Du hast diesen Bremsenstand, also keinen normalen Bremsenprüfstand wie in der Werkstatt, sondern halt Prüfstand, da ist eine Scheibe drauf, da ist der Sattel drauf. Mhm. Und dann geben die da halt, keine Ahnung, wie viel Bar drauf und schauen, wie weit verformt der Sattel sich. Okay. Ja, okay, ja. Thema Bremse ist also... Weil ich habe mal einen Einser verkauft und eine sehr bekannte Person, die du jetzt auch kennst, hat gleich gesagt, nee, die Eintragung ist fake, das geht gar nicht. Also das AP kann man nicht eintragen. Und das ist ja echt, das kursiert ja so viel im Internet, dass die Leute gar nicht wissen, was eigentlich geht. Ich meine, deswegen machen wir das ja auch heute. Mhm. Man muss natürlich sich einen Ansprechpartner suchen, der davon Ahnung hat. Also ihr braucht jetzt nicht zu eurer Werkstatt im Ort fahren. Wenn ihr nicht jetzt gerade hier am Ring wohnt, wird das wahrscheinlich dann nichts. Ja, deswegen machen wir gerade so das Video. Ja, wie gesagt, das Thema ist immer, du musst es halt nachweisen können. Mhm. Für unsere Teile haben wir die Berechnungen alles. Kommt halt immer drauf an, ist der Adapter, ist der aus Stahl, ist der aus Alu. Alu ist halt immer das Thema mit Dauerfestigkeit. Mhm. Klar, wenn du deine Bremsung machst, also du fährst dann halt auch Bremsmanöver. Einmal hält das, ne? Zehnmal genau. Auch, tausendmal auch. Ist, aber du hast das Thema immer mit vielen Motorsportteilen, ne? Mhm. Also irgendein Lenker im Motorsport, der hält auch. Aber zum Beispiel BMW gibt dann vor, ja, die Lenker musst du alle 5000 Kilometer tauschen. Und das geht halt auf der Straße, ne? Okay. Ja, weil der Prüfer muss sich schon sicher sein, dass das Ding halt in 5 Jahren auch noch hält. Da kommen wir jetzt mal zum Thema, wo du dich in den letzten Jahren, wollte ich schon sagen, Monaten sehr viel mit beschäftigt hast, Felgenprüfung. Also Felgen generell, Felgen. Ich habe jetzt ProTrack drauf, da gibt es ja ein Teilegutachten für, das ist also von der Eintragung her relativ einfach. Wobei, da bin ich auch noch bei so einem Punkt, das Auto, meins schleift jetzt nicht, aber viele Autos schleifen ja auf dem Ring, obwohl das wirklich alles legal eingetragen ist. Was ist denn das überhaupt für ein Thema? Wie mein Einser? War auch alles verschränkt in alle Richtungen, viel Platz, Grand Prix-Strecke, 5 Leute drin, Fahrzustand, den es sonst nicht gab. Wie mal so fährt, ne? 5 Leute. Ja, aber weißt du, wie ich meine? Ne? Das war ja auch alles eingetragen und das war alles wirklich eigentlich ordentlich gemacht.
Wie ist ja gut, das dann? Der Prüfer prüft dann nach seinen Vorgaben. Ne? Ja, aber also, wenn dann die Polizisten kommen und sagen, hier, das schleift. Darfst du ja nicht schleifen. Wo steht denn das, dass das nicht schleifen darf? Da weiß ich nicht. Bist du mal im serienmäßigen M2 durch die Fuchsräder gefahren mit VMAX? Das schleift auch. Hm? Ja, na klar, wir wissen, dass das schleift, aber ja, das ist also nicht... Also eine Schleifspur im Radkasten ist jetzt kein Thema, ein Auto stillzulegen, ne? Ja, ist aber leider ein Thema. Ja. Also hier jetzt nicht, also hier am Ring muss man auch sagen, sind die Sheriffs ja auch echt in Ordnung. Mhm. Also ich wurde jetzt ja schon ein paar Mal angehalten, die sind in Ordnung, aber wenn ich mir so ein paar Storys von Kollegen aus Dortmund, Hamburg, da wirst du halt stillgelegt, weil du... Weiß ich nicht, weil das Auto zu laut ist, was ja auch eigentlich nicht richtig ist, weil eine Stilllegung ist ja eigentlich ein Punkt, dass das Auto verkehrsgefährdend ist und ein lautes Auto ist jetzt nicht verkehrsgefährdend oder zumindest... Ja, weiß ich nicht, ich glaube, da ist das ist schwierig. Ja. Also wie da die rechtliche Lage ist, was wirklich ein Grund ist, jetzt, ich glaube, es geht immer um Gefahr im Verzug, weiß ich nicht, Lautstärke, keine Ahnung. Ja. Okay, also Schleifen ist jetzt nicht unbedingt der Punkt, deswegen Thema Felgen. Also Felgen braucht man wie bei eigentlich allen Teilen, Teilegutachten oder einen Materialnachweis oder reicht das dann nicht? Ja, Teilegutachten ist ein Thema. Ne? Also du hast Teilegutachten bei Protrek zum Beispiel auch so ein Thema. Es gibt halt Größen, für die kannst du kein Teilegutachten machen. Ein Teilegutachten machst du mit einem Serienauto. Ah, okay. Jetzt schraubst du eine 11x18 mit 295 auf einen Serien M2 und wirst merken, dass das nicht so funktioniert ohne Sturz. So. Also gibt es kein Teilegutachten. Dafür gibt es nur einen Prüfbericht. Den kannst du beim TÜV Rheinland machen, bei der KÜS, beim TÜV Austria. Das ist das, was du jetzt gemacht hast für die Apex-Felgen. Ja, genau. Wie läuft das ab? Also wie ist der Weg da einfach? Also im Teilegutachten geht es darum, die Felge passt auf das Auto und du darfst Felge, nichts anderes verändern. Die Felge hält. Also kein ja, Teilegutachten hast du halt immer deine Auflagen, dann musst du hier, keine Ahnung, prinzipiell wird das mit Serienauto geprüft, ja. Und dann halt die Festigkeitsprüfungen von der Felge. Okay. Du musst halt nachweisen, dass das Rad hält. Und dazu hast du einmal zwei Schwingversuche, also die Felge wird praktisch an der Narbe gespannt, dann steht die auf dem Tisch und dann sind da Zylinderchen dran, die an der Felge ziehen. Da brauchst du wie viel Tests? Du brauchst einmal Kurzzeittest mit, ich weiß gar nicht, wie viel Lastspiegel, ich glaube 200.000. Und dann brauchst du einen Langzeittest. Wie gesagt, bei Alu ist immer das Problem Langzeit. Ne? Eine Stahlfelge, ja, die bricht nicht. Also wenn der Test einmal besteht, dann wird er auch weiterhalten. Bei der Alufelge ist halt das Thema Lebensdauer immer das Thema. Oder bei allen Alu-Teilen, sei es ein Bremsadapter oder ein Lenker. Also die hast du, diese Biege-Umlaufprüfung. Dann hast du einen Abrolltest. Mhm. Also Rad mit Reifen auf einer Rolle und wird dann halt mit maximaler Last belastet. Fragen wir jetzt nicht genau nach den Lasten, die da gelaufen werden, aber ja. Was hast du noch? Bordsteintest gibt es auch, oder nicht? Den Impact-Test, ja, da wird die Felge praktisch liegt am Prüfstand, da wird ein Gewicht aus Felgenhorn fallen lassen. Wie viele Felgen habt ihr jetzt kaputt gemacht? Zwei. Zwei. Okay, ja, zwei Felgen. Schmiedefelgen, ne? Ja. Es geht jetzt um die Apex-Schmiedefelgen. Bei einer Gussfelge wirst du das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber wir machen halt diese ganzen Zerstörungsfahrenprüfungen. Also, wenn die Felge hält, die Apex hat gehalten, dann geht es mit zwei Felgen, bist du durch. Das heißt, die Apex sind jetzt bald bei dir hier in welchen Größen verfügbar? Aktuell haben wir diese VS5 RS, die Schmiedefelge in 10x18 ET25, 10,5x18 ET22 und 11x18 ET44. Die also haben meine jetzt noch nicht. Meine noch nicht. Was willst du? Wollte ich nicht 10,5 ET27 oder machen wir das anders? Stimmt, ET27, nicht 22, 27. Achso, 27 war das. 27, also die ist fertig? Ja. Bald, ja. Ja, okay. Ja. Und 9x17 ET30 von E36. Also die gängigen Modelle, M2, M4. Dann aber die AC8, also die Gussfelge. Gut, dann geht es jetzt mal weiter mit dem Thema Carbontüren. Weil Carbontüren, ja, ich finde Carbontüren ist so ein Thema, das hängt dann ja wieder mit 10 verschiedenen Sachen zusammen. Also nur Carbontüren jetzt an sich geht nicht, aber Carbontüren geht unter welchen Voraussetzungen? Ja, also der Thema Sicherheit, ne? Also klar, einmal die Form, darf halt nicht abstehen, keine scharfen Kanten und so. Ja. Du musst das Auto noch abschließen können, ist auch ein Thema für den TÜV. Ne? Echt? Klar, Auto muss verschließbar sein. Okay, krass. Also, dass die wieder irgendeinen Splittertest oder sowas haben muss, das ist klar jetzt? Das klar, Materialgutachten brauchst du für die Carbontür. Das ist jetzt klar. Sagen wir die Serienform. Serienform, du kannst es abschließen. Du hast jetzt eine Makrolonscheibe drin. Genau, also nur das Material anders. Okay, ist nur das Material anders, Dann musst du nachweisen, dass die Sicherheit nicht was du nicht kannst, ist, in den meisten Fällen. Genau. Dann brauchst du eine Zelle. Okay. Dann geht das ganze Spielchen los. Dann geht es nämlich ganz los, und wenn du eine Zelle willst, dann ist ja, ist ja alles, was wir können ja mal durchspielen. Dann brauchst du eine Zelle. Was brauchst du für eine Zelle? Ja, am besten eine Schweißzelle, ne? Und am besten mit FIA-Zertifikat. Okay.
Dann hast du die Zelle eingetragen. Dann brauchst du aber auch andere Sitze, weil du ja dann keine Airbags mehr haben kannst, weil die Zelle ja oben entlang geht. Brauchst du dann also solche Sitze. Ja, das ist eben genau das Thema, warum einige sagen, das ist nicht eintragbar, ein Lenkrad ohne Airbag zum Beispiel. Ne? Ja, können wir mal das Beispiel durchspielen. Ja. Also da hast du halt deine Vorgabe nach der STVO. Ne? Mhm. Also da hast du das Auto wurde mal geprüft, BMW lässt das Ding, testet es, macht die Homologation, fährt das Auto gegen die Wand. Naja, diese Tests kennt ja jeder, wenn der Dummy da durchfliegt. Ne? So, und dann steht es in der EG-Typgenehmigung drin und alles ist gut. So. Und die haben halt ihren Standard nach STVO oder nach Euro, NCAP, hau mich dort, keine Ahnung, was da alles gibt. Den müssen die erfüllen. Ja. So, und jetzt gibt es noch so einen lustigen Verein, der nennt sich FIA. Die halt alles, was so am Wochenende im Kreis fährt, unter ihrer Herrschaft haben. Das ist quasi die STVO des Motorsports. Genau. Und die haben auch Standards. So, und jetzt sagt der Sachverständige, okay. Wir haben einen Vierer-Standard und den stuft er als höherwertig ein als STVO. Weil die Sicherheit im Motorsport durch Geschwindigkeit, durch Gefahren einfach höher sein muss als auf der Straße. Genau. Okay. So. Und dann muss der aber halt auch alles nach Vier haben. Ne? Also dann musst du Sitze haben, Gurte haben, genau. Zelle haben, Türen könnten Serie bleiben, logischerweise müssten jetzt keine Carbon-Türen sein. Genau. Ja, okay. Also Carbon-Tür ist das Thema Seitenaufprallschutz. Ne? Mhm. Also Kreuz in der Tür am besten mit Knotenblech oder halt, wie es die FIA vorschreibt, kannst du einen doppelten Flankenschutz haben, je nachdem. Ja. Dann ist es machbar. Dann ist es aber auch wieder ein Thema mit der § 70 Ausnahmegenehmigung. Also es ist dann keine normale Eintragung mehr, sondern dann muss der Prüfer argumentieren, warum mache ich das? Der setzt sich ja praktisch über die STVO hinweg und sagt so, STVO ist nicht erfüllt, aber laut DMSB bzw. FIA. Und dann gibt es eine Ausnahmegenehmigung. Das ist die § 70 Ausnahmegenehmigung. Und die muss die Zulassungsstelle abstempeln. Ah, und wenn die sagt, machen wir nicht? Dann machen sie es nicht.